Hallo, heute zeige ich euch, welche Bewohner in das Mini-Aquarium eingezogen sind. Richtig, die Mikrokrabbe. Sie ist die kleinste süßwasserlebende Krabbenart der Welt und lebt rein aquatisch. Das bedeutet, sie benötigt keinen Landteil wie ihre großen Artgenossen. Sie ernährt sich gerne von kleinen Minischnecken, zum Beispiel Mini-Postanschnecken oder kleinen Blasenschnecken. Auch mein Premium-Pudding oder Pohn Basic-Pudding wird sehr gerne von angenommen. Auch Staubfutter ist der Hit, zum Beispiel mein Pohn Basic Powder. Tagsüber lebt sie gerne zurückgezogen. Am liebsten hält sie sich in den feinen Schwimmwurzeln von Schwimmpflanzen auf, zum Beispiel dem Froschbiss. Ebenfalls sollte Hornkraut im Aquarium nicht fehlen. Darin versteckt sie sich auch sehr gerne und ist immer auf der Suche darin nach kleinen Futterpartikeln. Von den Haltungsbedingungen ist diese auch für Anfänger geeignet. Die Wasserhärte sollte zwischen 2 und 25 liegen, die Temperatur zwischen 20 und 30 Grad und der pH-Wert zwischen 6,5 und 8. Sie kann auch mit anderen friedlichen Bewohnern vergesellschaftet werden, die ihr nicht nachstellen. Folgen und Liken nicht vergessen. Alle Liken, alle Liken.